Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche hier in Red Dead Redemption 2 und mit Arthur Morgan. Ja, letztes Mal habe ich eine Wortakrobatik vollbracht, ne? Ich habe gesagt, wir machen einen Schnitt. Eigentlich wurde ein Schnitt gemacht. Also jemand hat uns aufgeschnitten. Das war einfach nicht so richtig cool. Dabei wollten wir nur der Dame helfen. Und ehrlich gesagt, ich habe schon wieder total vergessen, was wir eigentlich in Valentine machen wollten. Wollten wir zur Post reiten, wollten wir uns eine neue Waffe holen, ich weiß es schon alles nicht mehr. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir gehen mal kurz in den Waffenladen. Ja, die Stadt ist noch am Schlafen, wird aber langsam wach. Ich weiß gar nicht genau, das ist hier, glaube ich, gar nicht der richtige Weg für den Waffenladen. Oder? Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns da gerade einmischen wollen. Das mit dem Einmischen, finde ich, hat bis jetzt immer sehr eher schwierig geklappt. Bis jetzt haben wir immer einen drauf gekriegt. Früher oder später. Wir wollten der Frau gerade helfen und was ist passiert? Der Typ greift uns mit dem Messer an. Ich meine, mal ehrlich. Ganz schwierig. Waffenshop da oben. Sagen, warten wir erstmal ab. So, wir binden mal unser Pferd da hinten beim Sheriff an. Das ist immer eine gute Sache, glaube ich. Ich würde mal interessieren, ob das damals auch so rücksichtslos war, wie es heute ist. Jeder macht so seins. Ja, genau. Rücksicht nimmt auf die Ruhe, auf die Morgenruhe quasi. Morning, friend. Howdy. Howdy, heido. Wann macht denn der Laden hier auf? Bis zum Morgen warten, dann machen wir das mal. Ist ja gleich so und ich kann noch mal ganz kurz an meinem Kaffee trinken. Ja, wir haben vielleicht unseren Hut verloren, sagst du? Achtung! Ja. Ich weiß nie genau, warum das kommt. Das ist echt jedes Mal interessant. Wo ist mein Hut? Essen wir ein Würstchen. So, yummy, yummy. Da ist mein. You'd be happy to know Benedict Albright was cursing you till his last. Sheriff. Ja, was mault der mich denn so an? 160. I've had my fair share of big nights at Smithfields, but line of fellers doing a can-can, that's a first. Ich glaube, der hat auch nicht alle Latten am Zaun. So. Es wäre halt super, wenn wir das mal irgendwie herausfinden könnten, welches unseres ist und wenn wir das vergleichen könnten. Kann man das vielleicht? Nein. 108. 162. Das wäre es. Bolt Action Gewehr. Rolling Block Gewehr. What the heck? 168. Das würde ich gerne mal lesen. Nee, ich würde es nicht lesen wollen. Kaufen geht nicht. Nee, das will ich gar nicht. Ich will eigentlich das hier unten sehen. Ja, aber es geht auch nicht mit. Nein. Das heißt, wir müssen uns wirklich unser Gewehr vorher angucken und überlegen, was da geht, ne? Was haben wir denn hier? Verbesserte Patronengurt. Erhöht die Munitionskapazität für Repetiergewehre, Gewehre und Flinten dauerhaft um 50%. Nice. Verbessertes Holster. Verringert die Abnutzung aller Waffen dauerhaft um 10%. Ah, das wäre schon mal eine Investition, ne? Erhöht die Munitionskapazität für Revolverpistolen und Waffenöl haben wir alles. Okay. 160.
Wir haben ja letztes Mal auch noch ein Gewehr bekommen, glaube ich. Überfallen wollen wir ihn jetzt nicht. Ja, jetzt schreit er da schon wieder. Was ist denn los, Mickey? Okay there? Hat er sich verändert? Ist er das überhaupt? Hat er nicht sonst nur einen Arm gehabt? Gut, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn so im Angebot heute an Missionen? Ah ja, wir müssen immer noch die Ölsache hier holen, klar. Und wir haben immer noch hier irgendwo Mika, der irgendwie auch nochmal was von uns möchte. Lass uns mal ganz kurz zur Poststation reiten. Es ist eine fremde Person. Wo ist sie? Ist sie hier vielleicht? Ach, da hinten. Ja, guck mal, da scheint er aber an einer ganz anderen Stelle hier irgendwie. Excuse me, but I need some money. I fought in the war. Hello, mister. Hey, brother. Good to see you again, friend. I've only gone and forgotten your name. But worse than that, I've forgotten my own name too. It happens to me. You ever forget your name, mister? No. So it's just me. Yeah. They said I was strange back in the army. And that's why they kicked me out. I was the only fella got kicked out during a siege. While being sieged. That weren't no fun. Yeah. Okay, wir kriegen so ein bisschen eine Idee, was er eigentlich. Reit mal schnell an den vorbei. Kriegen so eine Idee, was so mit ihm passiert ist. You looking for trouble? Was denn? Ich hab doch angehalten. Meine Güte, der Mann besteht nur aus Hut. Genau, ich wollte hier nochmal. Ja, ist ja gut. Ich wollte hier nochmal ganz kurz gucken, ob wir noch Kopfgeld ausgesetzt haben. Ich glaube aber, wir hatten das reguliert. Es sind halt leider, was heißt leider, es sind ein paar Tage zwischen der letzten Aufnahme und dieser vergangen. Ah ja, guck mal, wir sind überall fein. Das ist gut. Das heißt, wir haben aktuell 160 Kröten auf der eigenen Kante. Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir uns tatsächlich so einen Wagen hier holen. Ja, das ist ein bisschen das, was, ich glaube, das war Johns Postkutsche ist derzeit nicht verfügbar, ne? Brauchen wir nicht. Ich glaube, Postkutsche ist Schnellreisung, oder? Nicht mehr so genau. Ja, zwischen der letzten Aufnahme und dieser ist eine Woche vergangen. Ich musste arbeiten und so und ja, mich dann abends irgendwie eine Stunde da für eine Folge reinzusetzen, lohnt sich nicht. Jetzt ist wieder Wochenende. Samstag, Sonntag und Montag habe ich Zeit zum Aufnehmen. Ja, und entsprechend fangen wir jetzt heute Morgen an. Ich habe richtig Bock. Ach ja. Ja, da ist glaube ich das, das ist das, wo wir hin müssen. Ich glaube, das wird vielleicht nicht so einfach werden. Easy now. Mal schauen. So, rüsten wir uns mal auf. Ja, ihr seht, wir haben tatsächlich mehrere Waffen jetzt hier. Langwaffen, Rücken, doppelläufige Flinte, Pump-Action-Flinte. Für den Nahkampf und die Langwaffe Schulter Repetierkarabiner. Doppelläufige Flinte.
Na, ich glaube, das ist beides gleichermaßen. Oh, warte mal. Kann das sein, dass ich den Bogen auch... Ne, den Bogen muss ich nicht reparieren. Ich dachte wegen dem Zustand hier, aber irgendwie... Irgendwie auch nicht, ne? Wo das gerade auch nicht geht, tatsächlich. Vielleicht geht das nicht auf dem... auf dem Pferd. Wir reiten erstmal ran. There we go. Was kommt da angeritten? Eine Kanone? Reitet er auf einer Kanone? Er reitet nur auf einem ganz einzelnen Fass, das ist ja lustig. Ich habe das Gefühl, dass diese Mission nicht so einfach wird. Deswegen versuchen wir uns mal gerade so ein bisschen näher ranzutasten. Weißwedelhirschen Dreier. Okay. Ja, guck mal. Den haben wir bekommen. Ist das nicht nice? Ein Dreier Weißwedelhirsch. Nicey-dicey, guck dir das mal an. Und dann gucken wir jetzt gleich mal, ob das ein perfektes Fell ist. Und vielleicht sollten wir den dann tatsächlich direkt mal abgeben. Obwohl, das Fell wird ja nicht schlecht, glaube ich, oder? Perfektes Hirschfell. Richtig nice, okay. Hoppala. Kann sein, dass uns der Hirsch hier vom Dings... Aber das Fell haben wir ja trotzdem, glaube ich, ne? Das sieht aber übel aus. Da. Cornwall Factory, Kerosene and Tar. Geil, ich guck mal gerade auf meine... Ja, dann haben wir ein Hirschfell, das ist ja richtig nice. Wir hatten ja, wir müssen ja drei von haben. Um, ich sag mal, alles so zu bekommen, wie wir das brauchen. Ja, richtig nice. Ja, komm dann. Dann mal rein, würde ich sagen. Nö. Irgendjemand hat die Waffe gestohlen. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir dummerweise keine... Wo reiten wir lang?
Okay, ganz ruhig. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo wir hin müssen mit dem Zeugs. Da oben hin, hier so? Okay, kein Problem für uns. Kein Problem. So, und auch den haben wir. Wir laden einfach mal nach. Upsa. Guck mal, wie einfach das ist. Uiuiui. Das Wetter zieht sich zu, es fängt bestimmt gleich an zu regnen. Es war doch gar nicht so schwer, wie ich dachte, ne? Einfach kurz rein, sneaky sneaky und go for it. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass man die Mission nicht so richtig gut sehen kann, also... Ich habe noch nicht herausgefunden, wie es geht. Das kann durchaus auch ein Problem sein. Vielleicht nochmal zurück, kurz. Ja, muss ich nochmal sagen, wir haben gestern nochmal SnowRunner gespielt. Schön Wagen zurücksetzen und so. Bin ein paar Mal umgekippt. War nicht so spaßig. Obwohl, es macht halt schon Spaß, tatsächlich. Naja. So, bringen wir den ganzen Wagen hier hin. Ich würde ihn ja in eine Scheune packen, aber gut. Wir stellen ihn hier einfach ab. Mission abgeschlossen, Ölvergießen Teil 2. Sage John im Lager, dass der Wagen in Position ist. Oh, der läuft aber aus. Ich will nicht miesepetrig sein, aber ich glaube, das ist nicht gut. Was ist denn hier denn los? Kann man hier rein? Was ist denn das hier? Ja, guck einer an. Oh wow, ist das dunkel hier. Hui, aber hier gibt's Sachen zu looten. Guck mal. Naja, Steuerung, naja. Die Steuerung ist immer ein bisschen träge, die zieht so nach quasi, ne? Wer sonst noch hier? Eigentlich ein cooles Versteck tatsächlich. Aber hier gibt's nichts. Da gibt's noch ein bisschen was. Hinten in der Kammer. Was ist das denn? Ah, eine Spielkarte. Guck mal. Babams, Glück gehabt. Nice. Bild Nummer 6. Ich dachte eigentlich, dass da blinkert hier. Zigarettenbilder. Ja, ich muss sagen, ich habe da mal ein bisschen Probleme mit dieses Looten. Ist irgendwie gut, aber ich will das auch nicht immer den Armen wegnehmen. Ich meine, das gehört ja irgendwem.
Hast du den Hirsch noch auf dem Rücken? Ja, sehr gut. Lass doch mal gucken, was ist denn das für ein Gebäude da hinten? Was ist denn hier los? Wildes Hirschgetreibe hier. Stable. Ach, guck mal. Ist das vielleicht... Das ist ein Stall, ne? Dann lass mal gucken. So. Das, haben Sie irgendwelche Pferde vielleicht? Wir wollen mal gucken. Ah, will ich jetzt noch ein Pferd kaufen? Ich glaube nicht, aber... Ich sag mal reingucken. Was hat er denn so im Angebot? Ein Antenna für 126. Ist jetzt nicht die schlechteste Sache. Ja, ich weiß, ich weiß. Haben wir dann noch einen? Jetzt ist der Wedelhirsch da weg. Pferd, wo sind denn die Hirsche hin? Hm? Streifenhörnchen. What? Wo ist denn? Ach, da. Da ist ein 2-Stern-Streifenhörnchen. Ja, gut. Und hier wird auch rumgemault. Ich kenne das halt aus dem... Aha. Aus dem Call of the Wild, ne? Da ist natürlich klar. Da hört man auch auf die Geräusche. Aber gut. So, wir haben immerhin noch unseren Hirsch. Ja, jetzt müssen wir eh ins Lager zurück. Würde ich doch mal sagen, machen wir. Was ist denn da noch? John Marston. Achso, ja, das ist natürlich... Ja, alles klar. Lass uns doch mal grob in die Richtung reiten. Vielleicht können wir mal hier was Neues entdecken. Wenn wir halt... Oh, warte, warte. Ja, noch so ein Level 3 wäre natürlich schon nice. Ja, wir sind zu weit weg. Immer noch zu weit. Na, ein Weißwedelhirsch in Level 1, hoppala. Dann reiten wir mal davon. Easy, easy. Man kann halt so unfassbar viel entdecken hier, ne? Das ist halt leider gut. Das ist halt leider richtig gut. Ja, reiten wir ruhig mal ein bisschen was. $10 Kopfgeld haben wir gerade unten. Ja gut, das könnte tut nicht nochmal irgendwie... Huch, warte mal, irgendwas haben wir überritten. Das nehmen wir natürlich auch mit, Sachen zu überreiten, das ist natürlich bedauerlich, aber... Was war denn das? Ein Hase, ein Eselhase, ja, der hat wohl geschlafen, das tut mir leid. Oh, das wollen wir uns nicht angucken, oh, widerlich, oh, gruselig, ich will es gar nicht sehen. Da ist noch ein Dreier. Der da muss der Dreier sein, ne? Pferd, wieso habe ich keine Waffen? Gott, Gott, Gott. So, komm. Ran an den guten Jungen da hinten.
Wir versuchen es. Oh, shit. Kann sein, dass der jetzt hinüber ist. Hoffe ich zumindest. Ja. Ach, das ist... Das ist halt, wenn man die nicht so richtig erwischt, ne? Nee. Ah, falscher Knopf. Hey, noch ein... Das ist ja richtig nice. Noch ein Weißwedelhirsch. Es ist halt blöd, weil wir den nicht mitnehmen können. Aber noch ein Fell der Stufe 3 ist halt richtig nice. Also perfektes quasi. Ich hoffe, das ist ein perfektes. Ja, leider müssen wir das Tier hier liegen lassen, weil wir nicht genug Platz haben. Ja, perfekt. Du kannst nicht alle Teile dieses Tieres einsammeln. Ui, oh Gott, was haben wir denn jetzt? Rocky, mir fiel ein, dass die Katze meiner Eltern Rocky hieß. Ein bisschen bedauerlich ist. Wie quetscht er das jetzt dazwischen? Oh, wow. Nice, Alter. Ich mag dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Ist das nicht toll? So, wie gesagt, jetzt müssen wir das leider da liegen lassen, das Tierchen. Aber wir können leider nur einen Hirsch mitnehmen. Ja, wir werden gleich mal im Lager unsere Waffen pflegen. Und uns vielleicht auch nochmal angucken. Wisst ihr was, ich spüre die Hitze dieser ich spüre die Hitze dieser Ebene hier. Okay. I ain't remember putting up a sign asking for company, stranger. Get lost. Get count. You got seconds left to live. Ja. I'm gonna send your brains in a goddamn sky. Ist ja schon gut. Gonna bury you. Okay. Erstmal ein bisschen blöd mit dem Pferd, weil man die Satteltaschen halt auch noch gut dingsen kann. Was hast du da jetzt dann nochmal? Abgesägte irgendwas. Feuer ausruhen. Oh, wir brauchen dringend Dead-Eye-Kram. Cracker. Ja, warte mal, lass mal ganz kurz gucken, ob ich nicht irgendwas essen kann. Die Äpfel sind fürs Pferd. Was haben wir denn hier? Wildfleisch. Ja, das sollten wir mal essen. Wir müssen... Oh, wonderful. So, hier nochmal ganz kurz gucken. Da hat er eine Schatulle. Ich wollte ja nur gucken, ob ich helfen kann, ne? Mais. Ja gut, ist dann so. Dann mal aufs Pferd. Und dann hinten die, das Pferd noch holen, eine Satteltasche gucken. Oder ist es weg? Na, so weit ist es nicht. Ja. Ruhig noch machen. There we go. Ja, so ein Pferd zu kennen ist auch nicht schlecht. Ja, ihr seht, Satteltaschen, immer wichtig. Ein Wundertonikum und gesalzenes Rindfleisch. Ah, da, guck mal, hat sich das doch schon wieder fast gelohnt. Ja. Fast halt. Ja. So. Ja, richtig gut. Richtig gut, würde ich sagen. Was passiert da hinten? Da kommen wir doch bestimmt jemandem helfen. Ja. Easy. Whoa. Wir helfen natürlich. Hey, better not have a problem with this friend. You don't want to see what happens if you don't leave.
Ja, ist ja gut. Alright, girl. You're about to get shot to Alter, was ist denn das immer für eine Katschkacke? Fremde Person. Bösewicht. Nicht bedrohender Bösewicht. 1,90 Dollar. Silberne Taschenuhr. Naja, immerhin. Können wir den auch ausräumen? Nee. Ja, es ist schon ein bisschen bedauerlich. Gut, da hätten wir natürlich jetzt auch einfach gehen können. Gar nicht, was hier los ist. Hat das dann mit meinem Gesuchtstatus zu tun? Haben die denn also unfreundlich heute? Und hier können wir auch nochmal looten. Also es tut mir leid, ich komme einfach nicht dazu, zu dem, was ich halt machen will. Gemahlener Kaffee. Oh, ich glaube, die Folge heute wird ein bisschen kürzer, aber ich habe Bock auf Kaffee. Den Kaffee in der Küche. Untersuchen. Ölquelle. Bandenersparnisse anzeigen. What? Okay. Ich wusste gar nicht, dass man jetzt hier so reingucken kann. Haben wir jetzt eine Ölquelle gefunden und ist die dann jetzt mir? Das wäre natürlich richtig nice. Einfach mal die Ölquelle gezockt. Bohnen. Gute Brandy. Plündern. Oh, ich glaube, der liegt schon ein paar Tage hier. Brief der Cornwall. Was? Lieber Mr. Varley, es ist äußerst bedauerlich, dass Sie die diversen und ausgesprochenen großzügigen Kaufangebote der Cornwall Kerosin Teerwerke abgelehnt haben. Mr. Cornwall hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, Ihnen weitere 3 Wochen zu geben, in denen Sie Ihren Standpunkt noch einmal überdenken können, wozu wir Ihnen stark raten. Nach dieser Zeit sollten Sie sich Gedanken machen, ob ein Unternehmen Ihrer Größe finanziell im Staat New Hanover konkurrenzfähig bleiben und akzeptable Preise für den Schienentransport anbieten kann. Wir freuen uns bald von Ihnen zu hören. Uiuiui. Okay. Also ich befürchte fast, so ganz hat er wohl nicht zugestimmt, sein Unternehmen zu verkaufen. Aber, ja, und offensichtlich kamen die Banditos und haben hier kurz einen Prozess ausgemacht. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Ja, dieses Dead Eye hilft wirklich sehr dabei, Sachen zu finden. Runtergehen? Interessant. Nee, das wollte ich nicht untersuchen. Oh doch, das macht er. Was macht er denn da? Knochen, was? Knochenkoordinaten, was? Ach, das war wegen dem Knochen hier Dinosaurierforscher und so. Ja, oje. Ja, gut. Das ist ja richtig gut. Na, da hat sich das doch schon ein bisschen gelohnt. Ich verfolge diese Sammelquests jetzt hier im Let's Play nicht unbedingt, muss ich gestehen. Weil das wäre da, glaube ich, ein bisschen zu viel. Wobei man kann da immer mal die eine oder andere, ich sag mal, Sonderfolge machen. Ne? Immer noch mal gucken,
Finde ich gut, dass wir mal einen Umweg geritten sind. Nochmal hier woanders lang geritten. Easy now. Ich glaube, wir reiten mal zurück. Kann sein, dass der Kadaver auch langsam schlecht wird. Das wäre natürlich nicht so schön. So. Es ist ja mittlerweile so dunkel. Ja, ich kann überhaupt nichts mehr erkennen, wo wir lang müssen. Was ist denn hier los? Ich wusste auch gar nicht, dass wir so nah an der... Ich wusste gar nicht, dass wir so nah an der Bahntrasse gecampt haben. Naja, gut. So. Lagerkasse 150, das ist ja schon mal schön. Dann gehen wir mal zu... Ach komm, wir nehmen den mal mit hier. Ich finde, das sollten wir schon auch tun. Den Weißwedelhirsch einfach mal mitnehmen. Mr. Pearson. So, dann mal in hier. So, für die Herstellung spenden, ja auf jeden Fall. Buck. Und Buck. Hier haben wir einen perfekten Hirschkadaver für die Vorräte spenden. Ja, ich weiß. Ich weiß doch auch. Und hier haben wir ein Hasenfell, schlecht, das können wir auch für die Kasse spenden. Abgehangenes Wildfleisch. Ja, das können wir schon auch spenden, oder? Was haben wir da sonst noch? Erstklassiges Rindfleisch. Raubtierköder. Ne, lass uns mal gucken. Ja, Mr. Pearson. So, wir haben tatsächlich zwei Hirschfälle. Aber herstellen können wir tatsächlich nichts. Wir brauchen ein Wildschweinfell und eine Leguanhaut. Biberfell und ein Hasenfell. Was war denn nochmal? Ach, hier können wir auch nichts herstellen. Ne? Nein. Hier die Lagertische, glaube ich. Nee, da brauchen wir noch einen perfekten Gabelbock, okay. Speisewagen. Den könnten wir herstellen. Haben wir das schon gemacht? Das Dekoration im Lager. Du hast diesen Gegenstand ausgewählt. Okay, immerhin. Gut, ich würde mal sagen, wir gucken mal ganz kurz. It's bloody Arthur Morgan. And I mean that literally. Da können wir nochmal, die Musik ist furchtbar, die kann ich wirklich kaum aushalten. Aber hier können wir nochmal den Gegenständen gucken. Großer Schmuckbeutel. Zack, 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 zack. Das ist immer sehr interessant. Ich kann einzelne Dinge nicht anwählen, würde ich aber gerne. So, schau mal. Wir haben richtig viel Geld jetzt gespendet und ich finde, da sollten wir uns doch was zu gönnen, oder nicht? Hier, die drei Uhren gehen auch noch. So. Wollen wir jetzt sein Zelt verbessern? Kontrollbuch mal eben kurz gucken. Also jetzt hier, ich sag mal, die Arzneien, Vorräte und Munition, finde ich, müssen wir nicht machen. Tatsächlich nicht. Aber eins nach dem anderen hier, Dutch will etwas Gemütliches. Das könnten wir doch mal. Verbessere Dutchs Unterkunft. Inspiriert andere Bandenmitglieder, mehr beizutragen. Mehr Platz zum Anbinden.
Was brüllen die denn da so rum? Also ich wäre tatsächlich dafür, das hier zu bauen. Wir kaufen das mal. Die bringen ja dann mehr Einkommen sozusagen. Andere Bandenmitglieder wurden dazu inspiriert, selbst mehr Beiträge zu leisten. Hätte natürlich machen können, wenn es hell ist, aber... Na gut. Oh, warte mal, was? Die nächste Bitte, Arthur will eine Karte für die bessere Planung von Reisen für 325. Achso, Arthur will. Ja, warte mal, natürlich. Füge deinem Wagen Pflegeartikel sowie eine Schnellreisekarte hinzu, um schnell zu bereits entdeckten Orten zu reisen. Ja, na, auf jeden Fall. Aber 325 haben wir leider gar nicht. Naja. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Und morgen früh werden wir dem Mika, dem John berichten, was wir gemacht haben. Das sehen wir uns dann aber in der nächsten Folge von Red Dead Redemption. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag noch und ja, macht's gut.